Der Schrein, der Schrein! Guck mal, der Biber, der ist am Schrein! Er ist so am Schrein, es ist unglaublich, am Schrein! Moinchen und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder unterwegs in Biberhausen. Und wir haben hier keine Zeit für Pausen in Biberhausen. Guckt euch das an, wie fleißig sie sind. Sie schleppen Sachen durch die Gegend und schmeißen sie dann da runter, die Klippe. Und dann schleppen sie wieder andere Sachen durch die Gegend und gehen ineinander. Immer ineinander gehen, genau. Nice. Meine lieben Freunde, wir bauen hier ein Aquädukt, ein riesiges. In der Dürre bauen wir ein Aquädukt. Da sagen wir mal, wir bereiten das schon mal so ein bisschen vor. Weil wir können ja noch nicht wirklich aquidieren, weil wir können ja hier noch kein Loch reinmachen. Aber wenn wir hier irgendwann mal ein Loch reinmachen können, dann wird das das tollste Aquädukt, das je gestanden hat. Meine lieben Freunde, der absolute Wahnsinn. Wenn ihr das hier feiert, dass wir Timberborn spielen und übertriebene Sachen machen. Auf dem Schwierigkeitsgrad schwer im Experiment. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein. Die sind wir am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt. Oder am Ende. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn so für geile Großprojekte in Timberborn so vorhabt. Ich höre immer wieder was von Wolkenkratzern. Ja, das ist auch noch sowas. Wenn wir mal wieder exorbitant viel Material haben, müssen wir auch eigentlich mal einen Wolkenkratzer bauen. Und ich muss mir mal die Zähne entfernen, ganz schnell. Ah, unfassbar. Meine lieben Freunde, ich kann euch sagen, dieses Zahnwachstum ist phänomenal. Oh, der Schmelter ist fertig. Ja, wir haben den Schmelter. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Habt ihr eine Vorstellung davon, von dem, was das bedeutet, dass wir dieses Gerät haben, dieses heiße? Ihr wisst, was das bedeutet. Ich muss es euch gar nicht erklären. Ihr wisst es sowieso. Wir können jetzt bald Sprengstoff machen. Und wir können das ja auch jetzt freischalten, oder? Sprengstofffabrik? Also wir können auf jeden Fall die Sprengstofffabrik schon freischalten. Und wir können den Sprengstoff selber auch schon freischalten. Nice. Und da wir ja schon Papier haben, da wir ja schon ein paar Bier haben, würde ich sagen, wir bauen die Sprengstofffabrik gleich noch. Uns fehlen jetzt zwar Gears dafür, aber das ist jetzt erst mal wurscht. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir das hinbauen hier. Hier wird nämlich der Platz langsam so ein bisschen eng, ne? So geringfügig eng wird es hier langsam. Warte mal, hier habe ich ja doch diese Plattform da reingemacht. Da können wir doch hier noch diese Sprengstofffabrik jetzt einfach mal da hinsetzen. Oh, da! Huch, muss jetzt erstmal wieder dran gewöhnen an die Steuerung. Hier, genau, wenn wir das hier hin machen. Komm, wir machen das jetzt hier hin. Bam. Genau. Da müssen wir da nur irgendwie noch die mechanische hinkriegen. Die Energie. Ich frage mich aber nur, wie. Wie machen wir das? Kriegen wir die irgendwie da von dem Haus? Ja, wenn wir da die Leiter da, hier die Dings wegmachen. Die Treppe. Aber warte mal, da müssen wir sie ja irgendwie anders nach unten schicken können, die Biber, dass die da irgendwie anders noch hinkommen. Da müssen wir die Treppe, warte mal, wir machen die Treppe, genau, warte, wir machen die von hier. Nach da unten. Dann können sie nämlich da rumlaufen. Dann machen wir das hier weg. Nice. Und dann machen wir da nämlich eine Spule hin. Und die kann ja einfach im Wasser, das macht ja nichts, die kann ja da einfach im Wasser rumdengeln. Genau, und dann machen wir das einfach dann wieder so. Das ist mal wieder sehr abgefahren. Ich hoffe, das blockiert das Wasser nicht. Aber das dürfte das Wasser eigentlich nicht blockieren normalerweise. Sonst wäre das etwas seltsam. Guck mal, wenn wir das so machen. Oder, warte, nein, halt, stopp, Pause. Nein, es geht viel einfacher. Es geht viel leichter. Moment, nochmal alles wegmachen. Yay, ich habe gerade noch eine Idee gehabt, wie man es noch einfacher machen kann. Habt ihr auch die Idee gehabt? Habt ihr es auch gesehen? Ich habe es gesehen. Ich habe sowas von gesehen, warte. Hier. Wenn wir hier jetzt einfach sagen, wir ziehen hier den Weg lang und machen hier den Weg weg. So. Ich weiß wie. Moment. Ich habe Ahnung. Ich schwöre. Hier so. Und dann hoch. Und dann da auch hoch. Und dann da wieder runter. Warum darf ich da keinen Weg raufbauen? Weil da das Windrad ist. Aber gut, wir können natürlich auch einfach hier noch Dämme aufschütten und das ganze Ding dann hier hinbauen einfach. Wäre vielleicht sogar schlauer, weil guck mal, diesen Weg hier brauchen wir ja gar nicht. Warte mal, wenn wir hier Dämme aufschütten. Machen wir das mal kurz.
Also aufschütten im Sinne von auftürmen. Das ist wieder so ein Puzzle. So ein Kopfpuzzle, ich sag's euch. Hier, macht das nochmal weg da jetzt. Es war jetzt schade um die Planken, aber ist halt jetzt so. Nee, wir machen das nochmal neu jetzt. Warte mal. Was ist denn, wenn wir das jetzt hier... Huch. Ah, Mann. Was ist denn, wenn wir das jetzt hier hin machen? Einfach. Guck mal, wir müssen es ja nur... Wenn wir das hier wegmachen. So, und dann bauen wir die Sprengstofffabrik dahin. So ist sie gleich mit verbunden. Da brauchen wir keine Welle. So, und dann müssen wir ja einfach nur... Hier das hinbauen und hier das hinbauen. Und hier das hinbauen. Easy going, ja? Und dann haben wir das doch hier schon. Nice. Und dann nehmen wir hier die mechanische Energie davon. Und dann haben wir jetzt Sprengstoff. Nice, wir haben Sprengstoff. Es ist der absolute Wahnsinn. Da wird gerade gesagt, ich habe mir gestern Oni gegönnt auf Steam. Stimmt, es sind jetzt auch wieder Weihnachts-Sales, ne? Bei Epic und bei Steam. Übrigens, an der Stelle könnt ihr euch Timberborn natürlich auch gerne im Epic Store kaufen. Mit meinem Creator-Tag spielen wir mit AE, ja, da wird es für euch nicht teurer, aber ich kriege einen prozentualen Anteil. Muss ich auch mal wieder erwähnen, ja, weil das ist eine ganz geile Unterstützungsmöglichkeit. Und wenn ihr das eh schon gemacht habt, dann bedanke ich mich recht herzlich. Und natürlich könnt ihr das auch im Epic Store mit anderen Spielen machen. Ihr müsst da nicht Timberborn nehmen, ihr könnt da natürlich alles Mögliche kaufen mit meinem Creator-Tag. Und gerade jetzt, wenn die Angebote sind, ist es natürlich auch geil. Die Frage kriege ich auch immer wieder. Gibt es sowas auch bei Steam? Nein, Steam unterstützt die Creator null. Das heißt, da gibt es sowas nicht. Das gibt es nur bei Epic, genau. Und bei Epic nützt es übrigens nichts, wenn ihr die kostenlosen Spiele benutzt, weil ein prozentualer Anteil von null, ja, ist immer noch null, ne? Da kommt leider dann nichts bei rum. Aber, ja. Wenn ihr dabei ein gutes Gefühl habt, dass ihr den Creator Tag bei den kostenlosen Spielen eingegangen ist, könnt ihr das natürlich auch machen. Es bringt halt nur nichts. Genau. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir mal dafür sorgen, dass wir hier jetzt diesen Sprengstoff, diese Explosive-Fabrik bauen. Die bauen jetzt natürlich erstmal noch hier den Teil von dem Aquädukt, wenn mich nicht alles täuscht. Das bedeutet, ja, das dauert jetzt natürlich noch ein kleines bisschen. Ich möchte jetzt hier gerne noch mal ein bisschen diesen Platz noch ein bisschen besser ausnutzen. Wir können hier sicherlich doch noch das ein oder andere Haus bauen. Guck mal, hier ist ja noch ein unfruchtbarer Bärreich. Und da ist auch noch die Möglichkeit, einen Weg zu bauen. Guck mal, wenn wir das jetzt hier so machen zum Beispiel. So und so. Dann haben wir da sogar noch mal Häuser gebaut. Und die sind sogar eher reichbär. Und das heißt, wenn wir hier jetzt eine Treppe hinbauen. Und das dann so machen. Genau. Nee, warte, halt. Noch einen Moment. Anders noch. Anders. Ich weiß wie. Ich schwöre. Wenn wir das so machen. Guckt euch das an. So. Und dann so. Ist zwar ein bisschen abenteuerlich, aber hey. Es sind Biber. Sie stehen auf das Abenteuer. Abenteuerlich ist ihr zweiter Vorname. Da haben wir gleich zwei Häuser. So, und dann können wir das so machen. Genau. Wunderbar, jetzt müssen wir aber erstmal das andere machen. Wir haben leider nicht mehr so viel Holz jetzt gerade wieder. Aber es wächst gerade auch wieder was, Gott sei Dank. Der gute Wille zählt, ja genau. Es ist bei allen Dingen im Leben so, der gute Wille zählt. Genau. Nimm doch Stelzen statt Deichen. Ja, Stelzen brauchen halt viele Planken. Ja gut, wir haben gerade auch viele Planken, davon mal abgesehen. Aber ich glaube, das mit den Deichteilen geht ein bisschen schneller noch. Also gerade wenn dann das Holz wieder ein bisschen reichhaltiger am Start ist, müsste das mit den normalen Balken schneller gehen. Generell müssen wir bauen. Gucken wir mal. Genau. Wie sieht es denn eigentlich wassertechnisch aus? Sieht eigentlich noch gut aus. Wird hier auch gezapft? Ja, da wird auch gezapft. Und wir haben noch 9 Tage Dürre jetzt. 9 Tage. Ich meine, das ist jetzt gar nicht so viel eigentlich, ne? Da haben wir jetzt gerade noch ein bisschen Glück gehabt auch. Jetzt müssen wir mal schauen, wie lange das hier mit dem Sprengstoff-Dings jetzt dauert. Wahrscheinlich dauert das jetzt ein bisschen länger wegen den Stützen, die erstmal noch aufgefüllt werden müssen. Und ich glaube, wir sollten auch gleich schon mal vorplanen, eine weitere große Windmühle noch zu bauen. Das wäre vielleicht noch eine Idee, dass wir, wenn, wie gesagt, kein Wasser für Energie sorgt, dass wir in der Zeit wenigstens noch mechanische Energie aus der Windmühle rauskriegen. Deswegen würde ich jetzt... Ja gut, da geht's glaube ich nicht, da drüben. Warte mal, wir müssen es dahin bauen, wo wir noch die mechanische Energie auch nach oben leiten können dann. Das heißt, das müssten wir dann hier machen.
So, und da haben wir jetzt ja genug Platz. Guck mal, da können wir das jetzt nach oben lotsen. Weil da ja die Mühle ist ja nicht so groß, ne? Da können wir das nach oben lotsen. Können hier eine Stütze drunter bauen. So, und dann so. Genau. Und dann über den Weg einfach das drüber lotsen. Und dann gehen wir damit einfach... Ach, das geht nicht? Hier, warte, nee, da müssen wir, glaube ich, noch ein Stück weggehen. Hier geht's, genau. Und dann einfach da rein. Dann so. Dann da eine Kurve. Achso, warte, da muss da auch noch eine Kurve. Dann kriegen wir nämlich schön die Windmühlenenergie von hier in die Windmühle und die leitet das dann weiter in die Gebäude. Und eine große Windmühle ist besser als eine kleine Windmühle, würde ich sagen. Halte ich für eine sinnvolle Investition. Bau noch eine Dachterrasse auf die beiden neuen Häuser. Stimmt, das kann man auch noch machen. Stimmt! Das passt da genau in die Mitte. Richtig gut beobachtet. Oh, es gibt neue Gebäude. Es gibt neue... Habe ich das gerade richtig gesehen? Warte mal ganz kurz. Da. Was ist das? Ein Schrein. Es gibt ein Schrein. Ein Schrein. 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 Erstmal Schrein. Wer Beavers can contemplate nature. Nice. Da sind die Biber am Schrein. Das ist doch geil. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut, wenn ich sage schreien. Hier, gleich schreien verhalten. Was ist das? Was ist ein Schrein? Ein Schrein ist ein Ort, wo sie huldigen können. Das ist ja huldig. Hier, das mache ich jetzt dahin. Spiritualität bringt das. Ach, das ist so ein kleiner Spirituosen-Boost. Nice, dann verteile ich mal Spirituosen. Lasst uns Spirituosen verteilen. Hier. Schreien direkt da daneben. Immer schön schreien. Aber aufpassen, man kann es beim Schreien auch übertreiben. Wenn man zu sehr schreit, dann kommen dann die netten Leute in den mit den bequemen Anzügen und packen einen dann schön ein, schön warm. Dann hat man es schön warm dann und verschränkt dann immer schön die Arme vor der Brust. Hervorragend. Ist ja auch Winter jetzt, da passt das. Da habe ich eigentlich nichts dagegen, wenn die kommen. Die sollen nur kommen. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Wie sieht es eigentlich so aus mit dem Essen? 2500 Einheiten, nicht schlecht. 1600 Einheiten Wasser, nice. Schreien ist immer gut, ja genau. Immer schön schreien. Und lasst euch nie von jemandem sagen, schreien doch nicht so. Die halten das einfach nur nicht aus, die absolute Genialität von Schreien. Aber sowas von. Ah, das ist ja cool. Da haben wir ja schon wieder neuen Content in Timberborn. Das ist ja der Wahnsinn. Einfach so sneaky ist es reingerutscht hier. Was haben wir denn noch? Eine Vogelscheuche! Eine neue, die ist neu, die will ich haben. A field decoration meant to scare birds. Aesthetic Beaver Statue. Was braucht denn das? Das braucht Stoff und Loks. Eine Vogelscheuche. Kann man die nur auf dem Feld bauen? Ah, guck mal, die kann ich... Was ist denn das, wenn ich das jetzt einfach... Ich baue das jetzt einfach mal da ein. Ah, guck mal, da... Okay, da wird das Feld dann gelöscht. Ich dachte, die steht auf dem Feld, die Vogelscheuche. Na, nicht schlecht. Wir haben eine Vogelscheuche. Was haben wir noch? Ist vielleicht noch irgendwas dazu gekommen? Jetzt muss ich mal hier wieder alles durchgucken. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas anderes reingesneakt worden. Stimmt, wir haben ja hier auch noch die Bienenstöcke. Stimmt. Das ist ja die Fraktion mit den Bienenstöcken, Biberstöcken, hätte ich beinahe gesagt. Die können wir ja da auch noch verteilen auf den Feldern. Ich erinnere mich. Aber jetzt habe ich leider keine Forschungspunkte mehr. Jetzt habe ich die alle ausgegeben für den neuen Stuff. Ist der Schrein schon fertig? Bauen die jetzt den Schrein? Ah ne, die bauen erst andere Sachen, bevor sie schreien. Nicht schlecht, meine lieben Freunde. Das ist alles so toll. Oh, guck mal, sie bauen das jetzt hier nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, wir haben jetzt auch wieder ordentlich Holz hier. Hier wird ordentlich geholzt. Ist ganz schön holzig. 7,6 Tage Dürre noch. Das kriegen wir doch hin. Das wäre doch gelocht, wenn wir das nicht schaffen würden. Oh, hier ist aber schon ganz schön trocken alles wieder. Wir haben schon eine Dürre mit einer sehr langen anhaltenden, mit einem sehr lang anhaltenden Feuchtigkeitsmangel. Nee, wie war das? Im Vorgespräch hatten wir im Live-Chat schon gesagt, es ist eigentlich fast unmöglich, hier nicht irgendwen irgendwie Body-Shaming-mäßig zu beleidigen, weil wir immer von der Dürre sprechen.
Und da wurde dann schon gesagt, ich sollte der Dürre doch mal einen Namen geben. Und dann habe ich mir so gesagt, dann macht es das ja noch schlimmer, wenn man dann, wenn man dann das nicht Bodyshaming-mäßig rüberbringen möchte. Also ich glaube, da muss man echt aufpassen heutzutage. So, auf jeden Fall, die Stahlfabrik läuft jetzt, das ist schon mal gut. Da werden ja auch Loks verbraucht, genau. Ich glaube, die können die Metallblöcke schon wieder nicht einlagern, wa? Da braucht man erstmal wieder ein Lager oder sowas. Und da müssen wir jetzt mal schauen, können wir hier überhaupt noch irgendwo ein Lager hinbauen? Die sind auch alle voll schon wieder, die Lager. Ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen noch ein paar mehr Stelzen noch bauen, dass wir hier noch ein paar mehr Gebäude unterbringen können. Würde ich sagen. Würde ich vorschlagen, dass wir das mal machen. Und wir müssen jetzt eigentlich auch, obwohl, nee, das müssen wir noch nicht. Aber wir müssen dran denken, wenn die Sprengstofffabrik dann steht, dass wir dann auch hier wieder die Papierfabrik anwerfen. Weil wir müssen natürlich auch Papier verproduzieren. Fabrizieren. Papier fabrizieren, genau. Und hier könnten wir eigentlich mal Pumpen bauen noch irgendwie. Da müssen wir mal schauen, warte, wenn wir hier sagen, guck mal, wenn wir hier sagen, gehen wir hier runter, genau. So, hier schön ums Eck rum. Ja, okay, hier sind sie halt relativ hoch, die Pumpen. Man müsste sie irgendwie noch nach unten ablauern. Das wäre natürlich eine ideale Sprengstoffanwendung, wenn wir hier einfach freisprengen, das Ganze. Zumindest zwei Blöcke nach unten, sodass das hier auf der Wasserlinie dann ist. Dann könnte man hier noch Pumpen bauen. Wäre vielleicht hier für die Versorgung der Biberstadt noch ganz gut. Windmühle, eher Radwind. Oder eher Windrad. Wenn wir jetzt ganz haarspalterisch sein wollen, dann können wir sagen, es ist eigentlich ein Windrad. Und nicht ein... Weil Radwind wäre ja wieder was anderes. Das wäre der Gegenwind beim Radfahren. Der Radwind. Verwechslungsgefahr. Genau, weil hier wird ja... Stimmt, hier wird ja eigentlich nichts gemahlen. Malen nach Zahlen. Oh, gucke mal. Oh, 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 sie bauen die ganze... Guckt euch das mal an. Wie geil die sind, diese spukhaften Fernbiber. Guckt euch das an. Die können einfach da von ganz oben, ganz nach unten bauen. Wie machen die denn das eigentlich? Die haben so Teleskoparme. Wie so Mr. Fantastic. Die strecken sich dann einfach ganz weit nach unten und fummeln dann da unten da rum so. Es wäre halt mega lustig, wenn das auch so dargestellt werden würde einfach. Das würde einfach so gut aussehen. Ich sag's euch. Wie ein Glücksrad, genau. Es ist unglaublich. Ja, die ganzen Baumaßnahmen dauern jetzt halt natürlich wieder ganz schön lange. Aber wir sind in einem Holzplus gerade. Trotz dieser ganzen Bauwerke, die wir hier bauen und den ganzen Chaos mit... es wird ja auch alles verbrannt hier teilweise, das Holz. Trotzdem haben wir einen Überschuss. Oh, guck mal, wie lustig die Statue aussieht. Oh, die will ich unbedingt sehen, wie sie fertig ist. Ich mach da mal die Prio hoch. Nicht, dass dann wieder das Papier alle ist. Und beim Schrein mache ich auch mal die Prio hoch. Der sieht ja auch witzig aus. Das ist so ein fiktiver Biber. Nee, wie sagt man? Ein abstrakter Biber. Das ist abstrakte Kunst. Na, gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, was sie dann da machen am Schrein. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielleicht sollten wir eher die Windmühle noch fertig bauen. Oh Mann, wir müssen schon wieder so viel bauen. So viele Sachen zu bauen und so wenig Zeit. Haben wir hier eigentlich nochmal eine Bauarbeiterunterkunft gehabt? Einen Schlepperposten hatten wir. Hatten wir eine Bauarbeiterunterkunft gebaut? Ja, hier. Können wir da noch... Guck mal, haben wir Arbeitslose? Ja, oh, sowas schon. Lass mal hier noch Arbeiter einstellen, dann geht das noch... Justin 3.0, jawohl! O-Zaun. Da heißt einer O-Zaun. Der kommt, der ist von der O-Zaun-Schicht. Ist er gekommen. Nicht schlecht. Schützt die O-Zaun-Schicht. Nugun ist aber auch gut. Wie zur Hölle haben die da so eine lange Liste an Namen gemacht eigentlich und die werden immer ausgewürfelt oder werden die Namen irgendwie aus Bausteinen zusammengesetzt? Das ist ja einfach so geil. Alleine diese Kreativität bei den Bibernamen ist es schon wert, dass man sich das reinzieht. Oh! Habe ich gerade gesehen, was ich sah. Der Schrein ist fertig, warte. Oh, guck mal. Der Schrein, der Schrein. Guck mal, der Biber, der ist am Schrein.
Er ist so am Schreien. Das ist unglaublich. Am Schreien. Könnt ihr sehen, wie der Biber ist am Schreien? Jetzt ist er wieder weg. Die Augen leuchten, wenn er am Schreien ist. Das kleine Kind ist auch am Schreien. Es ist auch am Schreien. Das kleine Kind. Jetzt ist es wieder weg. Wie geil da die Lampen angehen, ey. Wo nehmen die denn da das Licht her? Ist das einfach... Was ist das? Das ist die spirituelle Erleuchtung, ist das, die das zum Leuchten bringt. Nicht schlecht. Und die Vogelscheuche? Die Vogelscheuche sieht aber auch gut aus, ey. So ein Stopftier. Also da hätte ich auch Angst. Stell dich mal vor, das Ding bewegt sich. Aesthetic Beaver Statue. Unique to this faction. Aber ich finde das schade, dass da das Feld dann weg ist. Es wäre doch eigentlich geil, wenn die Biberstatue mitten im Feld steht und auch zugewachsen wird von den Pflanzen so ein bisschen, ne? Die Windmühle bringt ja nichts. Keine Verbindung zum Netzwerk. Wieso? Die ist doch, geht doch hier in die andere Mühle rein. Wollt ihr mir erzählen, dass das nicht gültet? Die Windmühlen müssten doch eigentlich auch Power durchleiten, oder nicht? Oder wollt ihr mir erzählen, dass das nicht geht? Aber hier steht aber nichts davon. Das ist jetzt ja ein Ding. Aber wie machen wir denn das dann? Naja, gut, man könnte natürlich dann... Man könnte es natürlich hier dann wieder über Stelzen leiten, natürlich, ne? Du kannst von den Mühlen nur Energie abnehmen. Na toll. Okay, warte, dann... Ja, dann müssen wir das halt nochmal wegmachen hier. Okay, warte. Wir haben ja hier jetzt schon diese Brücke hier gebaut über den Weg. Dann müssen wir jetzt das einfach nur ein bisschen umleiten noch. Warte. Ich weiß, wie wir das machen. Wir machen das einfach über den Weg drüber hier. Ja, und dann müssen wir es irgendwie da runterkriegen. Warte mal, dann machen wir das einfach dann so. Hier ist ja zum Glück noch... Das brauchen wir ja da nicht. Warte mal, dann machen wir da den Weg hin. Genau, und machen den weg. Oder? Ja, müssen wir mal gucken, ob das wirklich so geht, wie ich mir das jetzt vorstelle. Nee, da können wir ja keine Kurve mehr einsetzen dann. Okay, warte, da müssen wir... Ja, da können wir nichts hinbauen. Da muss frei bleiben, sonst ist das, funktioniert das Wasserrad wieder nicht. Ach, ich kann euch sagen, liebe Freunde, das ist eine Wissenschaft. Es ist eine Wissenschaft. Guck mal, wir brauchen ja da eine Kurve. So, und dann müssen wir da nach unten gehen. Oder warte mal, wie ist denn das, wenn man da direkt nach unten geht? Ist das dann... Okay, nee, das zählt nämlich nicht, siehst du? Da gibt es keine Connection dann. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Plattformen kannst du vors Rad setzen. Aber was ist mit der Welle? Kann ich die auch vors Rad setzen? Warte mal. Wir machen das jetzt... warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Pass mal auf jetzt, wie wir das jetzt machen. So. Guck mal, das ist doch schön kompliziert, oder? Kann man doch so machen. Das ist die Vellaconda. Das ist meine Vellaconda, die schlängelt sich durch die ganze Base durch, dann irgendwann. Es sieht auf jeden Fall spektakulär aus. Den Reibungsverlust, der wird ja ignoriert dadurch. Da dürfte eigentlich schon gar keine Energie mehr ankommen wahrscheinlich von der Windmühle. So krass, wie da die Reibungsverluste sein müssten. Hat was von Snake, ja. Nennen Sie mich Snake. Geh doch einfach zur anderen Mühle. Welche an? Na, ging ja nicht. Wurde ja gerade gesagt. Da hat er gesagt, ich kann nur Energie aus der Mühle rausnehmen, aber nicht reingeben.
wenn das stimmt, ich hoffe, das stimmt. Sonst habe ich gerade völlig sinnlos umgeleitet. Sonst habe ich gerade völlig sinnlose Sachen getan. Na, sie bauen jetzt. Genau. Sie bauen das jetzt immerhin schon. Und laufen können sie da auch immer noch, Gott sei Dank. Und die Kartoffeln ernten sie noch. Verarbeiten die eigentlich alle Kartoffeln? Ja, das tun sie. Aber sie können nicht mehr alle Nahrung einlagern. Guck mal, sie ernten die Felder nicht komplett ab. Das ist natürlich nicht so gut. Wie lange geht denn die Dürre eigentlich noch? 3,8 Tage noch. Wie sieht's hier mit der Sprengstoff-Dings aus eigentlich? Ist ja fast soweit, ne? Dauert ja nicht mehr lange eigentlich. Wenn sie hier fertig sind, können sie hier auch wieder mehr Material reinpuffen. Nicht schlecht. Müssen wir mal schauen jetzt. Dass sie das schaffen. Gleich kommt ja auch wieder Wasser. Dann fließt ja wieder auch mechanische Energie. Also dann fließt Wasser und erzeugt durch den Fluss mechanische Energie. So rum. Genau. Weil du schon wieder Aufstoß der Pizza gegessen heute. Unglaublich. Das, also eine richtig dicke, fette Pizza habe ich gegessen. Wollte ich auch mal in den Raum stellen einfach. Also nicht die Pizza, sondern dass ich das so ich gegessen habe. Genau. Wir haben Arbeitslose. 6 Arbeitslose haben wir. Man kommt in den Stream und hört als erstes Sprengstoff. Ja. Sei froh, dass du nicht vorhin schon drinne warst, was du da alles gehört hättest. Sprengstoff ist ja noch harmlos. So, da würde ich mal sagen, wie viel Stahl haben wir jetzt eigentlich schon verarbeitet? 21, nicht schlecht. Weil wir brauchen den ja dann hier wieder für. Dann haben wir ja fast schon die Menge an Stahlblöcken, die wir brauchen für die Explosive Factory. Nice. Das ist gut. Das ist ausgezeichnet. Und jetzt haben wir wieder 400 Forschungspunkte. Was wollte ich jetzt freischalten? Ich wollte irgendwas schreifhalten noch. Irgendwas, was 400 Punkte gekostet hat. Waren das? Hier genau, der Bienenstock. Der erhöht nochmal die Fruchtbarkeit. Stimmt, da wollten wir ja eigentlich das so machen. Genau. Ach, guck mal, den kann man jetzt auch einfach aufs Feld stellen hier. Guck mal, da mache ich das jetzt so. So. Hier kann ich ihn komischerweise nicht aufstellen. Warum geht das hier nicht? Ach so, weil da eine Pflanze ist. Okay. Weil sie da nicht erntet haben. Guck mal, weil dann haben wir jetzt hier nämlich schon mal die Fruchtbarkeit erhöht. Ja, und wenn sie hier geerntet haben, dann können wir ja hier auch noch welche aufstellen. Können wir hier noch welche aufstellen? Guck mal, das passt hier genau rein. Nicht schlecht. Ja, da müssten wir, warte mal. Radius ist immer 3. 1, 2, 3. Da müssten wir hier die Pflanze wegmachen. So. Und dann machen wir das jetzt hier auch noch. Komm, was soll der Geiz? Genau, der steigert ja die Wachstumsgeschwindigkeit von der Ernte noch. Warte mal, das sind dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau, dann müssen wir hier den wegmachen. Den Pflanze müssen wir da wegmachen an der Stelle. Haben sie es gemacht? Ja, haben sie. Sehr gut. Wunderschön. Ja, hier vorne sind sie jetzt nicht befruchtet, aber egal. Eigentlich hätte man es hier an der Kante anschließen müssen, aber es wurst jetzt. So, dann hier noch einen hin. Guck mal, da brauchen sie auch Papier. Um das zu machen. Oh, warte, da können wir noch einen hinbauen, ne? Da so. Schön so in die Ecke da hinten. Herrlich. Bei Bäumen nützt es, glaube ich, nichts, wenn wir das machen. Das betrifft, glaube ich, nur Feldfrüchte, oder? Nearby Crops, ja genau, das betrifft nur Feldfrüchte, das betrifft keine Bäume. Da haben wir nochmal einen kleinen Pflanzenboost, nicht schlecht. Die Pizza in den Raum geworfen und danach den Raum gegessen, Kappa. Nice. Oh, jetzt können sie hier die Sachen reinstopfen schon. Nice, nice. Guckt euch das an. Guckt euch das doch an, diese fleißigen Biber. Und wir haben noch 2,4 Tage Dürre. Wie lange reicht denn hier das Wasser noch? Ach, noch Fett. Da ist noch Fettwasser am Start. Aber sowas schon. Muss der eigentlich auf dem Boden stehen, der Bienenstock? Ground only. Ja, okay, den kann man nicht auf Stelzen bauen.
Schade. Sonst hätte ich nämlich gesagt, ich baue hier jetzt noch eine Stelze hin und dann setzen wir da einfach den Bienenstock drauf. Kann der auf den Dammteilen zufällig stehen? Wo haben wir denn hier ein Dammteil? Was denn hier? Ah, schade, kann er auch nicht. Schade, schade, schade. Das wäre ja zu gut einfach. Da sind sie am Bäten. Dann haben die ja jetzt schon den Bonus, ne? Also zumindest einige von den Bibern, die jetzt schon an dem Schrein beten konnten, müssten doch jetzt eigentlich diesen Schreinbonus schon haben. Was war denn nochmal dieser Spiritualitätsbonus? War denn das nochmal? Spiritualität. Schrapp, was ist denn Schrapp? Effects when satisfied. Ach, Schrapp ist, glaube ich, der Busch, oder? Der Busch. Der größte Busch. Grilled Potato. War denn das nochmal? Religion. Was denn hier? Spiritualität. Schrein. Boah, was? Der Schrein gibt einen Working Speed von 30%? Junge, Junge. Nicht schlecht. Ich glaube, wir brauchen mehr Schrein. Mehr Schrein, habe ich doch immer gesagt. Ich wusste schon immer, dass ich mehr Schrein brauche. Muss viel mehr Schrein. Hier auch noch ein Schrein. Schreien, schreien, schreien. Kann nie genug schreien. Lasst euch das gesagt sein. Oh, 24 Metallblöcke schon drin. Nicht schlecht. Metal. Mehr Metal. Tja, jetzt sind sie ganz schön beschäftigt. Ich glaube, ich baue hier noch eine Bauarbeiterunterkunft hin jetzt. Da ist ja noch Platz für eine, oder? Builders Hut. Komm, wir bauen hier jetzt noch ein Builders Hut. Hier wird ja eh auch viel gebaut in der Gegend. Da machen wir gleich mal da die Prio hoch. Dann können sie das gleich mal machen. Oh, wir haben schon wieder Holzmangel. Der alte Holzmangel ist schon wieder am Start. Und er lebt noch. Liegt es daran, dass wir hier keine bewässerten Bäume haben oder brauchen die einfach nur so lange, um zu wachsen? Ne, die brauchen einfach nur so lange, bis sie gewachsen sind. Die müssen erst wieder nachwachsen. Hoffentlich geht das schnell. Tja, da müssen wir jetzt mal ein Auge drauf haben hier, ne? 122 Stoff oder Papier haben wir jetzt. Das reicht ja auf jeden Fall für die, genau, für die Bienenstöcke. Genau, Loks fehlen uns halt. Die Loks fehlen uns. Planken scheinen uns auch langsam wieder zu fehlen. Gears auch. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Es liegt jetzt wieder am Holzmangel, fürchte ich. Was ja wieder ein bisschen ärgerlich ist. Weil wir durch den Holzmangel jetzt ja wieder, wenn dann gleich das Wasser wieder kommt, wieder einen Produktionsengpass haben, ne? Aber warte mal, hatten wir hier nicht schon, wird hier nicht schon Holz geerntet? Oh, nee, wird's nicht. Guck mal, hier ist pausiert. Was ist da denn los? Die haben da aber auch nicht genug Arbeitskräfte hier in dem Distrikt dafür. Okay, warte, dann machen wir hier jetzt einfach noch ein Haus. Und dann siedeln wir mal ein paar von den Arbeitslosen, die wir hinten haben. Die siedeln wir einfach mal dann um. Dann machen wir das so jetzt. So. Sollen sie es mal so machen. Genau, dann bauen sie das nämlich. Dann verbrauchen sie schon mal ein bisschen Holz. Dann kommt hier dann hoffentlich auch noch einer dazu. Dann siedle ich die jetzt schon mal um hier. Warte mal, wir haben ja hier 4 Arbeitslose. Guck mal, Migrate. Dann sagen wir jetzt hier einfach 4 Arbeitslose migrieren in den anderen Distrikt. Wenn dann hier das Gebäude fertig ist, haben die auch einen Wohnraum. Genau, und dann haben wir nämlich hier direkt noch jemanden, der Holz ernten kann. Und das ist ganz wichtig. Und dann können wir nämlich einen Holzimport bzw. Export machen. Dann können wir hier nämlich sagen, add a new route dahin. Und dann sagen wir da mal, mach das Ganze mal mit Loks. Genau. Und dann werden da nämlich Loks hingeliefert, wenn hier nicht genug übrig sind. Und dann bleibt hier alles immer schön am Laufen in unserem Industriegebiet. Halte ich für schlau. Nicht, dass hier jetzt dann, wenn die mechanische Energie wieder zurückkommt, dass dann hier alles stillsteht. Weil uns dann wieder Holz fehlt. Das wäre ein bisschen unschön. Genau, und hier müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Papier importieren, ne?
Warte. Wo war denn das jetzt hier? Ah ja, hier. Add a new root, weil sonst bauen sie dann nämlich die Bienenstöcke nicht. Paper. Aber da müssen wir die Distribution Limits einstellen. Paper wollen wir jetzt natürlich hier nicht in exorbitanten Mengen haben, sondern nur 25. Genau. Nicht, dass hier am Ende alles voll ist mit Papier. Und da wir jetzt ja auch Papier bald verbrauchen werden und auch nur noch 97 haben, werfe ich hier die Papierfabrik jetzt schon mal an. Keine Unemployed Beaver im Distrikt. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, ne? Da baue ich jetzt hier auch nochmal ein Haus. Wo können wir... Obwohl, nee, warte, da sind ja noch Häuser im Bau. Da müssen wir aber warten, bis sie die gebaut haben. Bau doch Birken an, die wachsen sehr schnell. Wir haben ja hier schon Pinien, die wachsen ja auch schnell. Birken bringen halt nichts. Die brauchen halt ewig zum Wachsen und bringen halt nur einen Lock. Das macht halt keinen Sinn. Dann können wir gleich hier auch die Pinien nehmen. Die sind ja am Start. Die müssen halt nur geerntet werden. Das ist halt so das Ding. Es dauert halt auch alles. Die Dürre ist vorbei. Ist hier schon offen eigentlich? Nee, ist nicht. Machen wir doch da gleich mal auf. Und hier ist auch nicht offen, wa? Machen wir da doch auch gleich mal auf. Mal nur zwei von den Dingern aufmachen. Damit sich das hier auch schön reinstauen kann. Guck mal, hier ist jetzt nämlich kein Wasser mehr. Eine 15-tägige Dürre hat dafür gesorgt, dass hier kein Wasser mehr drin ist. Das sollte uns auf jeden Fall ein Warnzeichen sein, definitiv. So, jetzt können wir hier die Pumpe wieder aktivieren. Achso, da ist ja eh kein Arbeiter. Warte mal, dann pausiere ich jetzt hier mal gerade die zwei Forschungsanlagen hier. Dann kriegen wir nämlich genau da einen Arbeiter rein, da einen rein. Und wo auch immer wir gerade noch einen gebraucht hatten, ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwo hatte noch einer gefehlt. Hier genau in der Papiermühle, genau. Oh, meine lieben Freunde, sie haben gleich die Sprengstofffabrik. Naja gut, gleich. Gleich ist ein bisschen eine Übertreibung. 50% haben sie immerhin schon gebaut. Waiting for materials. Ich glaube, an den Gears hängt es jetzt vor allem. Die Planken müssten recht schnell fertig werden jetzt eigentlich. Aber die Gears sind jetzt wieder ein bisschen das Problem. Da kommen sie mit Holz. Holz müsste jetzt ja aber eigentlich aus dem anderen Distrikt importiert werden. Da müsste ja eigentlich hier jetzt ordentlich was zur Sache gehen hier. Guck mal, da sind sie auch jetzt am Ernten. Gleich ist ja hier auch Wasser am Start. Guck mal, da fließt es schon wieder rein. Sehr nice. Oh, jetzt ist hier auch kein Wasser mehr drin. Sehr nice, sehr nice. Jawohl, da schwappt es wieder voll. Es ist der Wahnsinn. Also der Wasserhaushalt, der passt jetzt ganz gut eigentlich. Und an dieser Stelle endet diese Folge Timberborn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die komplette Playlist oder die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert gerne die Biber-Benachrichtigungen, damit ihr alles auch mitbekommt, was hier auf dem Kanal so abgeht. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.